Oh, das haben wir jetzt um den Hals. Okay, das ist cool. Damit kann man einen Remix machen. Wenn ich doch nur mein Werkzeug hätte. Was macht das Werkzeug da oben? Da! Ausgeschieden, Game! Wow! Sozialer Endstock. Viel Spaß! Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Endstock und damit herzlich willkommen zurück zu LEGO Friends. Ja, läuft ja gerade nicht so gut mit dem Ablauf der veröffentlichten Videos. Na, wenigstens haben wir einen guten Begleiter jetzt. Den Vogel mit der Flugfähigkeit. Ja, und zwischen den ganzen Aufnahmen liegt schon ein Monat dazwischen ungefähr. Also, naja, was müssen wir machen? Gehe zur Bühne in Stadtpark. Mit ihm geht's schneller. Hier ist die Bühne. Das ist nicht die im Stadtpark. Ich glaube, wir sind woanders. Ah. Stimmt, es gibt ja die Zeigefunktion. Na dann, mein liebes Vögelchen. Das ist wohl das OP-ste Tier, das sollte man, wenn man das Spiel Speedrun, auf jeden Fall als erstes holen. Dieses Tier. Und ich muss gleich mal wieder cutten. Na super. Okay, neues Gebiet, neue Ladezone. Find's auch interessant, dass hier manchmal so kleine Sets sind, die eher an die Lego-Packungen erinnern, die immer bei Magazinen dabei waren. Oh, hier ist Mia. Willkommen im Probeparcours von Heart Lake City. Hier kannst du für die große Show üben. Oh je, mein Haustier ist weg und ich weiß nicht, was ich tun soll. Da ist was Neues in der Tasche. Ach so, ein Leckerli. Wir müssen das Haustier wohl suchen. Es ist hier wohl irgendwo. Hey, hier ist eine Schildkrötenquest. Ich würde doch sagen, ich hab doch ein Leckerli. Okay, den kurzen skippe ich jetzt nicht. Nee, das ist blau. Das ist blibla blau. Das ist richtig. Thank you.
Okay. Was ist das denn? Wieder ein Schatz. Der jetzt nach oben schwimmt. Na dann ab nach oben. Okay, wir haben was gemacht. Überraschung! Das hat tierisch Spaß gemacht. Hoffentlich hat dir die Schatzsuche gefallen. Ich wollte, dass du beim Entdecken von Heart Lake City ein lustiges Abenteuer erlebst. Olivia hat mich um Hilfe bei ihrem Plan gebeten, aber ich heiße wirklich Kate. Wer weiß? Vielleicht bin ich ja die Nachfahrin einer längst vergessenen Piratin. Ich liebe das Meer. Emma hat uns mit den Schätzen geholfen. Moment! Was ist das? Kate, warst du das? Wow! Ich bekomme langsam Angst. Wow! Das sieht aus wie ein echter Schatz. Ich weiß, wen wir da fragen können. Gehen wir zurück zu mir. Okay, das war gerade interessant. Wir haben ein ganz besonderes Item bekommen. Oh, das haben wir jetzt um den Hals. Okay, das ist cool, dass sie sowas eingebaut haben. Einen echten Schatz durch die Schatzsuche. Und ich habe sogar neue Kleidung dafür erhalten. Bühne und wir suchen nur noch ein Tier. Da ist die Bühne. Liebe Goethe, was für ein stressiger Tag. Mal sehen, sind die Blumen geliefert worden? VIP-Pässe? Jetzt fehlt nur noch unser Star. Ich frage mich nur, wann... Tada! Bin zur Stelle! Eine ganz liebe Freundin hat meine Schicht im Café übernommen. Darum bin ich pünktlich. Wir haben immer noch ein paar Probleme beim Bühnenaufbau. Du kannst uns gerne helfen. Okay, da ist der Hund, wie es aussieht. Warte, ich brauch dieses Creature-Spielzeug. Ist das was? Nee. Der Hund will nur den Schmetterling. Wie auch immer, dann bauen wir mal die Bühne auf. Ist nicht die erste Bühne, die ich aufbaue. Hab schon eine in Original Lego aufgebaut. Oh, perfekt. Die Mädels werden gleich zur Probe erscheinen. Liebe Goethe, die Lautsprecher sind nicht einsatzbereit. Ja, diese Lautsprecher haben eine interessante Bauweise, muss ich schon sagen. Wie ich schon sagte, schon mal in einem Part, ich habe tatsächlich eine Lego-Bühne von den Lego Friends im Besitz. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich sie auch schon aufgebaut. Und ein paar Bauweisen sind richtig interessant. Diese Lautsprecher bestehen eigentlich aus einem Knipserstein zwei Stück, woran die beiden Schüsseln angebracht werden, oder Sternis in diesem Fall, eine Schüssel, normalerweise sind zwei, einen normalen zweier Noppenstein, einseitig, das zweimal, einen blauen Plattenstein, einseitig zwei Studs und zwei Zwischenplatten, sowie, ja, sowieso eine dunklere Unterplatte, ebenfalls eine Reihe zwei. Das ist die Bauanleitung für so einen Lautsprecher. Na, ich bin froh, dass der Rest der Bühne Form annimmt. Ich habe da ein kleines technisches Problem.
Wenn ich doch nur mein Werkzeug hätte. Ernsthaft, du hast dein Werkzeug nicht mitgenommen? Wenn ich doch nur mein Werkzeug hätte. Wenn ich doch nur mein Werkzeug hätte. Wenn ich doch nur mein Werkzeug hätte. Damit kann man einen Remix machen. Wenn ich doch nur mein Werkzeug hätte. Und wo bitteschön soll ihr Werkzeug sein? Da oben. Was macht das Werkzeug da oben? Anderen Pair dafür. Ja, aber welchen? Warum steht das Werkzeug ganz oben auf der Bühne? Soll ich einfach das Schlagzeug spielen, um das Zeug mit K runterzuhauen? Könnte funktionieren. Ja, leider war der Plan nicht aufgegangen. Wenn ich doch nur mein Werkzeug hätte. Wir wissen, wo dein Werkzeug ist, aber wir wissen nicht, wie wir hier hochkommen. Der Hase vielleicht. Also, jetzt bin ich an dieser Stelle echt ratlos. Das Logischste wäre wohl, hier mit der Katze hochzuklettern oder mit dem Vogel hochzufliegen. Das Problem jedoch ist,
Die Katze findet keinen Punkt, wo sie rausspringen kann. Und der Vogel kommt nicht so hoch. Der einzige, den wir nicht ausprobiert haben, ist der Igel. Also ich glaube, wir sind zum ersten Mal an einem Punkt rangekommen, wo ich ratlos bin. Wie sollen wir da hochkommen, wenn es wortwörtlich keinen Weg gibt? Wenn ich doch nur mein Werkzeug hätte. Wenn ich doch nur mein Werkzeug hätte. Wir kriegen auch gerade keinen Tipp, leider. Wenn ich doch nur mein Werkzeug hätte. Ja, ich weiß, aber... Ja, ich weiß. Ernsthaft, das wird langsam lächerlich. Ich soll an die Stange ran, aber kein einziges... Okay, vielleicht hat die Katze, die wir suchen sollen, eine spezielle Fähigkeit, die wir jetzt benötigen. Suchen wir die Katze. Das ist meine einzige Vermutung, die ich noch habe. Aha! Ausgeschieden, Game! Nice! Innerhalb der Bühne macht... Gibt's hier extra so einen Effekt, dass der Vogel nicht hochfliegen kann, aber da ich gegen die Bildschirm geflogen ist, gegen die unsichtbare Wand und die da keine Border hatte, eininstalliert, hat es mich höher katapultiert und ich konnte es einfach mit dem Vogel unterstoßen. Nice! Ausgetrickst, Spiel. Da war ich schlauer. Warum sind jetzt nur 2 Stücke da, obwohl es 4 waren? Na egal. Aber Tatsache ist, wir haben es geschafft. Penelope! Oh, sie ist wohl aufgewüchst, als ich hinter der Bühne war. Wir müssen sie finden. Noch ein vermisstes Tier. Na toll. Wir machen heute ein bisschen länger, da der Aufbau so lange gedauert hat.
die Show losgehen. Hey, Superstar, bleibst du bis zur Show? Ich bin immer besser, wenn meine besten Freunde dabei sind. Oh, jetzt gibt's ein Minispiel. Ja, das setzt mir natürlich dazu. Aber es sind nur 4 von 5 da. Okay. Wow! Das war großartig! Ihr wart toll heute! Das war die beste Show aller Zeiten! Ich hoffe, dass der Song dir gefallen hat! Womit könnten wir feiern? Es gibt einen Ort, den unsere neue Freundin unbedingt sehen muss! Ist das Zuckerwatte? Wer will mit den Tässchen fahren? Ah, schau mal, der große Plüschhase. Ist der niedlich. Den hätte ich so gern. Was zum? Wir sind auf dem Rummelplatz gelandet. Okay, das war eine Wahnsinnsvorstellung. Und wir haben anscheinend ein geheimes Gebiet bekommen. Gerade eben. Jetzt. Den Rummelplatz. Was irgendwie cool ist, denn ich besitze eins der Sets vom Rummelplatz, nämlich das Riesenrad mit Achterbahn. Na dann, schauen wir zum nächsten Part rum. Damit danke ich fürs Zusehen, bleibt ja, lasst da und bye.